Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich vor der Paul-Heise-Unterführung. Ich bin etwas erstaunt, weil dort aus dem Gulliver rauscht es raus, wie, als ob da unten ein Stadtbach durchgeht hat. Sehr verdächtig. Wir sind also heute hier, weil irgendwann im Laufe des Tages soll also hier diese Absperrung wegkommen. Und dann wird hier auch diese zweite Röhre für den Verkehr freigegeben. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass die Herren das vor der laufenden Kamera machen, aber noch ist es nicht so. Es muss hier noch ein bisschen gereinigt werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten der Paul-Heise-Unterführung sind abgeschlossen. Und jetzt, heute im Laufe des Tages, wie gesagt, können Sie dann wieder in beide Richtungen im Auto durchfahren. Jetzt muss ich mal schauen, ohne dass mir ein Radl zusammenfährt. Früher war das ja immer so, ich weiß nicht, ob Sie das mal gemacht haben, man hat sich da so fast ein bisschen wie vom Ableben, so ein Gang hinunter in den Orkus, in die Abgründe der Hölle oder so ähnlich gefühlt, wenn man da durchgegangen ist. Nicht nur, weil es eigentlich gestungen hat, sondern weil auch die Bausubstanz eigentlich so derart angesifft war, dass du gefürchtet hast. Hier, Sie sehen diesen Verhau hier. Der geneigte Beobachter erkennt daran, dass es wahrscheinlich nicht ganz einfach gewesen ist, den Bau hier abzuwickeln, weil das läuft also größtenteils unten durch diese Unterführung. Ich glaube, Wasser ist auch noch unten drin. Darum waren erst die Stadtwerke gefragt, die also hier ihre Leitungen, man sagt der Sparten da rein, verlegen haben müssen. Verkehr drum. Sie müssen es drehen, steht auf dem Kopf. Naja. Jetzt stimmt's, ja. Aber das kommt auch wieder von wenn man nur arbeitet. Verstehen Sie, Sie brauchen Assistenten. Wir machen eine Sendung über jetzt die Paul-Heise-Unterführung. Ach so. Wann macht's denn die auf? Ich weiß es nicht, heute glaube ich. Heute, gell? Okay, wir haben die Beschilderung schon alles gemacht. Ja, ja. Ja, wenn Sie fertig sind heute, die warten jetzt alle auf Sie. Auf mich? Dann werden Sie nie fertig. Dann werden Sie nie fertig. Jetzt stimmt's. Ja, jetzt müssen wir uns aber leid sagen, weil ich natürlich schon Ihnen nicht aus eigener Erfahrung jetzt schildern möchte, wie das Ganze jetzt auf einen Menschen wirkt, der zum ersten Mal hineinschreitet. Vielleicht nur so viel, das ist die älteste Unterführung gewesen hier in München. Und zugleich auch die Unterführung, wo am wenigsten macht man nicht. Und wenn ich da so hineinblicke, da muss ich wirklich sagen, boah, gehen wir mal rein. Das ist ein riesen Blendensprung, schöpfen wir kurz aus, aber das muss ich Ihnen noch sagen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Wie war das mit dem Durchgehen? Sie gehen ja doch da bestimmt öfters, oder? Jeden Tag. Ja, und wie ist das jetzt mit der neuen Sanierung? Viel ruhiger, ja. Angenehmer. Ja. Alles gut. Danke. Danke. Das ist es, Damen und Herren. Die haben hier praktisch Schalldämmmaßnahmen vorgenommen. Und wie war es so durchs Durchgehen? War das okay? Sie sprechen ja kein Deutsch, oder? Bitte? Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen schon, ja. Wie ist denn das so mit dem Durchgehen? War das okay? Ja, ist schon. Ist okay? Ist okay. Ja. Schön. Waren Sie zum ersten Mal, oder? Gut. Ja. Alles gut. Alles gut, gut. Wiedersehen. Hier. Das schluckt Schall. So Radlweg, normalerweise mag ich ja Radlweg, weil ich Radlfahrer bin, aber wissen Sie, wenn die so vom hellen dann ins finstere Loch reinfahren, die Radler, das ist natürlich schon sehr gewagt. Weil im ersten Augenblick siehst du ja nichts. Also jetzt im Augenblick ist die praktisch fast blind. Und er genauso, obwohl er einen Brüller fährt. Und der mit der Mütze. Ja, denkst, das ist das Gefährliche. Wir gehen etwas weiter. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Also Tropfsteine von oben, das sind Stalag. Das waren sie auf Stalaktiten, Stalaktiten an der Decke. Ich finde das ja so nett. Muss ich immer aufhören. Gehen wir mal hier auf die Fahrbahn runter. Dann kann auch ein Radler zusammenfahren. Um, Tropfstein. Und Sie sehen ja bei den ersten Doppel-T-Träger, da haben wir wieder frische Rostschutzfarbe draufgeschmiert, so bleimännige. Die ist ja immer das Allerbeste.
Hier sieht man also bei den übrigen, na, wie da der Rost frisst. Eigentlich kehrt das alles sandgestrahlt, dieses ganze Eisen da oben, und dann wieder ordentlich mit Rostschutzfarbe überdeckt. Was schön geworden ist, ist das Blau, das gebe ich offen zu. Es hat was sehr Bayerisches, dahinter mit dieser weißen Lichtführung gegenüber. Die Leitplanken sind noch die alten, aber mei, wenn's halt. Sie jetzt darf ich mich kurz fragen, haben Sie keine Angst, wenn es da Neigänger in die Unterführung? You don't understand. Yes. Where are you from? Ukraine. Ukraine. Das sehen Sie, sind die Flüchtlinge von der Ukraine. Aber da wundert es dann natürlich nicht, dass die da so furchtlos hineinschreiten. Weil so Ukraine-Qualität hat es eben nicht. Und noch dazu, wie gesagt, das ist saniert. Ja, da fällt einem das Sprichwort ein, steter Tropfen hüllt den Stein. Also, das muss ich Ihnen halt auch sagen, weil das ist natürlich da, wo für mich die Pfuscherei losgeht. Verstehen Sie das? Da wird sowas saniert, alle sind stolz drauf, heute Nachmittag wird es eröffnet und dann tropft da ums Wasser rein. Natürlich, wie ich Ihnen sagte, ne, der Gleiskörper, Doppel-T-Träger, da haben sie sogar, hingespritzt, dass man sieht, wo ein Schaden drin ist. Gell? Oder sie haben aufgemacht und geschaut, wie weit das zusammengerost ist da oben alles. Also hier über diese Eisenträger, da läuft der Bahnverkehr. Und die sind sowas von zusammengerost. Die sind zwar ziemlich mächtig, also die Dinger haben eine Höhe von einem halben Meter, aber unten auf die Bänder, das wissen also Leute, die von Statiker anhaben, da läuft die ganze Kraft. Ne? Die läuft also nicht im Träger drin, sondern praktisch unten und oben. Da verteilt sich die Kraft. Und wenn ich das so schaue, ist so der Feit. Es ist einfach verfault. Und dann wird sowas erst saniert. Da darf es passen bei denen da, die schauen gut aus. Aber wie sagt man immer, die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das darf ich mir sagen, das ist hier. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt wieder in der Paul-Heise-Unterführung. Diejenige, welche heute auf beiden Seiten im Verkehr übergeben werden soll. Sie hören, auf der anderen Seite läuft er schon und hier auf dieser Seite herum soll es also heute wieder in Betrieb gesetzt werden. Also Lichtinstallation finde ich schon schön. Wenn man sich überlegt, ob sie es vielleicht deshalb gemacht haben, wenn man dann einen Rost nicht so sieht, aber diese stehenden Binder, die haben es tatsächlich sauber hergekriegt. Sand gestrahlt, ach, das ist so nett. Portal und Oberlicht. Konstruktionen FS Kustermann. Kustermann hat nicht immer nur Haushaltswaren verkauft. Schauen Sie, München 1903. Da ist die Dortmund gebaut worden. Eisenwerk München AG 1902. Ist wirklich schick gemacht. Dann hat man hier, um auf die historische Bedeutung zu kommen, sehen Sie das, wo das Geld markiert ist? Das sind Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Da haben sie mich reingeschossen, wahrscheinlich mit einer, was war das gewesen, eine kleine Panzerkanone, 2 cm, also 20 mm. Ja, das ist ja schön gemacht, wissen Sie. Die haben es auch Sand gestrahlt, bevor sie es wieder eingelassen haben. Aber wenn Sie mal oben aufschauen, sehen Sie die Decken da. Da haben sie halt wirklich nur auf die ersten drei, sehen Sie, die haben wir wieder hergekriegt und alles andere nicht. Da tritt es schon wieder rein, da kommt das Wasser durch. Also es ist schon alles sehr dilettantisch gemacht. Wobei, man muss das genau formulieren, also die Sanierungsarbeiten von der Stadt ansprechend,
Aber es ist jetzt ein Zusammentreffen von der Deutschen Bahn, gell, und der Stadt. Also die Stadt hat hier nur das Wegerecht und darf also hier durchfahren. Und Sie sehen die Bahn, ich weiß nicht, warum die überhaupt nichts machen. Verrost. Also diese Bänder, wo Sie sehen, da sind so Doppel-T-Träger drüber. Die haben ungefähr so einen halben Meter, aber nichtsdestotrotz. Erstaunlich, was das ist. Das ist ein Teil von einem Blitzableiter. Ja, hat irgendeiner rausgeschnitten, wollte es nicht mehr mitnehmen, wahrscheinlich weil er Feierabend gehabt hat. Dann das hier. Oh, irgendwann mal ein Rohr dort, ist auch total locker, kann man auch mitnehmen, wenn man braucht, Alteisen. Aber was mir am allermeisten berückt, sind immer solche Kreuze. Weil es das gar nicht hohl ist. Das ist auch schön, das ist auch so was Schönes. Brauchen wir jetzt den Schlüssel, was da wohl dahinter ist. Gehen Sie oft durch? Ja. Und wie ist es so geworden, ist es renoviert worden? Sind Sie zufrieden? Nein. Warum? Nein. Nein. Warum? Was ist renoviert worden? Die Unterführung. Ich habe nicht gemerkt. Paul-Heise-Unterführung, müssen Sie wissen, ist die Unterführung in München, die am längsten auf irgendwelche Sanierungsarbeiten warten hat müssen. Jetzt ist zwar Schieblader drin, aber wie wir es vorher schon gesehen haben, die tragenden Einheiten um von der Bahn sind immer noch nicht in Ordnung. Jetzt weiß ich zwar, dass die Bahn im Gegensatz zu vielen anderen Brückenbauwerken mit, ich glaube, 3,5-facher Sicherheit baut. 3,5-fache Sicherheit bedeutet, dass also praktisch nicht nur ein Zug dort oben draufstehen könnte, sondern es ist so gebaut worden, dass 3,5 Züge von der Bahn auf der gleichen Fläche getragen werden können. Nur, das nutzt ja nichts, wenn es alles zusammengerost ist. Gell? Also da wird man sich in den nächsten Jahren was einfallen lassen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Ihrer ersten Befahrung, mit oder ohne Rad. Wie gesagt, mit dem Auto kann man dann auch heute Abend durchfahren. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von mplakat.